Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei Tagesschau 24. Welche staatlichen Einschränkungen gegen Corona waren wirkungsvoll und welche nicht? Mit dieser Frage hat sich eine Sachverständigenkommission zur Überprüfung der bisherigen Corona-Maßnahmen befasst. Heute nun legte das Gremium sein Gutachten vor. Danach halten sie eine Maskenpflicht nur in Innenräumen für wirksam und sehen Lockdowns nur in der ersten Phase einer Pandemie für empfehlenswert. Die Bundesregierung hat auf die Ergebnisse gewartet, um ihren künftigen Kurs in der Corona-Politik abzustecken. Und Martin Schmidt in Berlin, Sie haben ja die Pressekonferenz verfolgt. Fassen wir doch vielleicht zunächst mal zusammen. Wie fällt denn das Fazit des Corona-Sachverständigenrates aus? Vielleicht erst mal, welche Maßnahmen haben funktioniert? Und kann man denn genau sagen, bei welchen Corona-Schutzmaßnahmen das Urteil eben weniger gut ausfällt, welche eben überhaupt nicht helfen? Aber so richtig eindeutig scheint das alles nicht zu sein. Wer hat denn da eigentlich bewertet? Wie setzt sich dieses Gremium zusammen? Aber wenn dieses Gutachten doch so vage bleibt, was bedeutet das denn nun für künftige Entscheidungen? Die Bundesregierung, die hatte ja immer wieder betont, wie wichtig diese Bewertung als Grundlage sei, weitere Maßnahmen für den Herbst zu beschließen. Ein Sachverständigenrat legt ihr Gutachten zur Wirksamkeit von Corona-Schutzmaßnahmen vor. Das war Martin Schmidt in Berlin. Ganz herzlichen Dank. Unter den Corona-Maßnahmen besonders gelitten haben ja die ganz Jungen, etwa wegen geschlossener Schulen, und aber auch die ganz Alten. In Senioren- und Pflegeheimen konnten viele von ihren Familien und Freunden über Wochen und Monate nicht besucht werden. Deshalb sind hier die Sorgen vor dem kommenden Herbst und möglichen weiteren Infektionswellen bei Bewohnern und Pflegepersonal groß. Joscha Bartlitz hat sich mal in einem Pflegeheim in Hessen umgehört. Es ist wieder Zeit für gelbe Trikots. In Kopenhagen beginnt am Nachmittag die 109. Tour de France mit einem Einzelzeitfahren quer durch die dänische Hauptstadt. Teilweise sogar über Kopfsteinpflaster. Nach 3 Etappen in Dänemark wird die Tour dann am Dienstag in Frankreich fortgesetzt. Die Favoriten auf den Gesamtsieg sind Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien und sein Landsmann Primož Roglič. Deutsche Fahrer wie Nils Polit und Lennart Kemner hoffen auf Etappensiege. Mein Kollege Tino Böttcher hat Michael Entwerpes dazu gefragt, welches denn die Höhepunkte der diesjährigen Tour werden. Heute startet also die Tour de France. Kommende Woche aber beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Ein Sommer der sportlichen Großereignisse also, auch für die deutschen Leichtathleten. Am 15. Juli fällt der Startschuss für die 18. Leichtathletik-Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Eugene. Gerade in den Disziplinen Werfen und Stoßen gibt es ja aus deutscher Sicht einige Medaillenhoffnungen. Die Vorbereitungen darauf, die laufen. Aachen ist ja der Ort, in dem jedes Jahr das größte Reitturnier der Welt stattfindet, das CHIO. Gestern Abend stand nun der Nationenpreis im Springreiten auf dem Programm und das mit maximalem Erfolg für das deutsche Team.
Er ist 35 Jahre jung, ein Alter, in dem viele Fußballer die Schuhe an den Nagel hängen. Kevin Prince Boateng aber will noch ein weiteres Jahr Bundesliga-Luft atmen, und zwar im Trikot von Hertha BSC, seinem Heimatverein. Einerseits, weil er nach der sehr turbulenten vergangenen Saison so nicht aufhören wollte, und andererseits natürlich auch aus Liebe zum Spiel. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Auswertung der staatlichen Corona-Maßnahmen. Eine Expertenkommission hält das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen für sinnvoll. Die Wirksamkeit von Schulschließungen sei trotz zahlreicher Studien aber weiterhin unklar. Die Ampelkoalition wollte den Bericht abwarten, bevor sie über mögliche neue Maßnahmen entscheidet. Kabinett bringt neuen Bundeshaushalt auf den Weg. Die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse soll vom kommenden Jahr an wieder eingehalten werden. Der Etatentwurf hat ein Gesamtvolumen von mehr als 445 Milliarden Euro, davon 17 Milliarden Euro neue Schulden. Tschechien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft. Neben Themen wie die Energiesicherheit wird für Regierungschef Fiala der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wohl das Hauptthema sein. Heute empfängt die tschechische Regierung EU-Kommissionschefin von der Leyen. Raketenangriff auf Wohngebäude im Süden der Ukraine. In der Region Odessa sind laut Behördenangaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 30 wurden verletzt. Die Rakete sei von einem russischen Flugzeug über dem Schwarzen Meer abgefeuert worden. Moskau bestreitet das. Schwere Unwetter im Süden und Westen Deutschlands. Zahlreiche Bäume stürzten um, Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Die Feuerwehren waren vielerorts im Dauereinsatz. Heute werden in der Osthälfte Deutschlands Unwetter erwartet. Und das Wetter morgen im Süden und in der Mitte sonnig, nur hier und da ein paar harmlose Wolken. Im Norden und Nordwesten ebenfalls freundlich, zeitweise aber auch wolkig bei Höchstwerten von 20 bis 29 Grad. Es ist Zeit für unser Update. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick auf die Nachrichtenlage. So heißt es an diesem Freitagnachmittag, und zwar mit Mike Wukan aus der Tagesschau-Redaktion. Mike, am Mittag stand ja die Corona-Politik der vergangenen 2,5 Jahre auf dem Prüfstand. Was kam denn dabei heraus? Also nichts Genaues weiß man nicht. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Wie ist denn überhaupt die aktuelle Corona-Lage einzuschätzen? Wo liegen wir denn gerade mit den Zahlen? Tja, und bleiben wir mal im Inland. Während der Corona-Pandemie war ja die Schuldenbremse ausgesetzt worden. Die soll aber künftig wieder greifen, wie aus Berlin zu hören ist. Ja, soweit also die Lage im politischen Berlin. Aber dann gibt es bei uns natürlich heute auch eine ganze Menge Radsport im Programm. Am Nachmittag fällt ja der Startschuss zur Tour de France, und zwar in Dänemark, in Kopenhagen. Ja, und zum Start ins Wochenende ist für viele ja auch der Blick aufs Wetter ganz besonders wichtig. Und das sieht gerade mal gar nicht mal so gut aus. Uns erreichen dann nämlich Bilder vom Unwetter im Westen und Süden des Landes. Ja, das sind doch gute Aussichten. Nachher sehen wir übrigens noch den genauen Wetterausblick hier im Programm. Aber wir haben natürlich noch mehr für die Zuschauer vorbereitet. Mike, lass uns doch gleich mal schauen, was uns hier im Programm von Tagesschau 24 erwartet. Soweit also die Nachrichtenlage für den Moment. Dankeschön, Mike Wukan aus der Tagesschau-Redaktion. Anlegerinnen und Anleger schauen heute verstärkt auf die Preisentwicklung. Die Inflationsrate im Euroraum ist im Juni auf 8,6% gestiegen. Einzelheiten dazu jetzt von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. Eigentlich soll es ja die schönste Zeit des Jahres sein, doch im Moment schauen viele ganz besorgt auf den Start in den Urlaub. Grund dafür ist das Chaos an den Flughäfen. In Hamburg waren die Zustände in letzter Zeit ganz besonders drastisch. Ein unüberschaubares Koffermeer hunderter nicht abgeholter Gepäckstücke am Flughafen. Für die Reisenden wird das Auffinden des eigenen Koffers derzeit immer öfter zur Herausforderung. Schuld ist der Personalmangel beim Flughafenpersonal, nicht nur in Hamburg. Nicht nur am Flughafen, auch in vielen anderen Betrieben sucht man derzeit händeringend nach Personal. Die Auftragsbücher, die sind zwar voll, aber es fehlt eben an Kolleginnen und Kollegen, die diese dann auch abarbeiten könnten. Und auch Auszubildende suchen viele Unternehmen vergeblich.
Und sprechen wollen wir darüber jetzt mit dem Bioinformatiker Lars Kaderali von der Uni Greifswald. Sie selbst, Sie sind ja Mitglied eines Expertenrates, welcher der Bundesregierung hilft, Maßnahmen zur Pandemiebewältigung auszuarbeiten. Was genau halten Sie denn jetzt von dem Gutachten eines anderen Sachverständigenrates, der ja in gewisser Weise doch auch Ihre Arbeit bewertet hat? Und was wir auch vom Sachverständigenrat immer wieder gehört haben, ist ja, dass die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen ganz schwierig ist einzuschätzen, weil sie eben manchmal erst im Paket gewirkt haben. Wie sinnvoll ist denn dann ein solches Gutachten überhaupt? Was sagen Sie? Haben wir denn jetzt zu viel Zeit verloren, weil ja die Bundesregierung abwarten wollte, bis dieses Gutachten veröffentlicht wird? Wie sehen Sie denn die aktuelle Corona-Lage? Müssen wir uns denn Sorgen machen vor dem Herbst und vielleicht sogar vor einer neuen Corona-Variante? Welche Werkzeuge würden Sie denn der Bundesregierung in diesen Werkzeugkasten legen wollen? Sagt der Bioinformatiker Lars Kaderali von der Uni Greifswald. Herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Danke. Und wir kommen zum Sport. Der Höhenflug von Jule Niemeyer beim traditionsreichen Tennisturnier in Wimbledon geht weiter. Nachdem die Dortmunderin überraschend die Weltranglistendritte Annette Kontaveit aus Estland besiegt hatte, gewann Niemeyer heute ihr Duell gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko mit 6:4, 3:6 und 6:3. Die 22-Jährige steht damit erstmals im Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers. Im Bayerischen Rot bei Nürnberg treffen sich am Sonntag mal wieder die Härtesten der Harten zum Ironman. Und das heißt 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Fahrrad fahren und 42,2 Kilometer laufen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ist die Elite am Start. Anlegerinnen und Anleger schauen heute verstärkt auf die Preisentwicklung, denn die Inflationsrate im Euroraum, die ist im Juni auf 8,6% gestiegen. Stefan Wolf an der Frankfurter Börse, woran hat es denn gelegen? Was waren die Preistreiber? Dankeschön, Stefan Wolf nach Frankfurt. Die Ukraine exportiert seit dieser Woche Strom in die EU. So will das Land den Energiemangel, der in Europa vor allem beim Gas herrscht, ein wenig ausgleichen und natürlich auch Geld einnehmen. Doch der Stromexport ist nicht so einfach, weil die Infrastruktur des Landes aufgrund der fortlaufenden russischen Angriffe beschädigt ist.